Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Dating Podcasts, dem österreichischen Laufpodcast. Wir nehmen euch auch dieses Mal wieder mit in eine Welt voller Spannung, Spiel und Schokolade, weil Schokolade hilft immer, gleich wie Cola, beim Laufen. Das heißt, du schlägst dich auf die Seite vom Hannes, Harald. Harald, er heißt immer noch Harald, aber ja. lasst euch da nichts anderes einreden. Cola ist super. Das Jahr geht zu Ende. Wir Sportler fangen drüber an. Wie ist 2022 für uns gelaufen? Haben wir wirklich wieder was ordentlich rausgehauen? Oder war es vielleicht nicht ganz unser Jahr? Aber dennoch, wir wollen uns für 2023 neue Ziele setzen und neue Dinge erreichen. Und deshalb setzen wir schon seit langem vom Laufenden Decken Podcast auf AG1 von Athletic Greens. Es ist einfach, es gibt keine mentalen Oberheit. Ich muss in der Früh nicht irgendwie am Denken, was kann ich meinem Körper jetzt Gutes tun, sondern ich nehme 250 Milliliter Wasser, hau mir einen Löffel AG1 von Athletic Greens ins Glas, schüttel das durch, trink das und nicht einmal 60 Sekunden habe ich mir einfach was Gutes getan. Was AG1 von der Masse abhebt, ist einfach, dass es aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weiteren Inhaltsstoffen besteht, die aus echten Lebensmitteln sind. Also nicht irgendein chemisches Zeug, das irgendwie reingepanscht ist, sondern es sind echte Lebensmittel. Und es ist klar, die Basis muss immer eine gesunde Ernährung sein, muss immer ausreichend Sport sein, aber darüber hinaus ist einfach eine richtige Mikronährstoffversorgung ungemein wichtig. Wenn du jetzt denkst, das ist genau das, was ich auch brauche, dann kannst du dich jetzt auf athleticgreens.com/laufendentdecken, ich wiederhole, athleticgreens.com/laufendentdecken informieren, AG1 60 Tage lang testen und deine Nährstoffversorgung unterstützen. Und natürlich kannst du jetzt bis zum 1. Jänner warten und dann erst anfangen. Aber der 1. Jänner ist auch nur ein Datum. Der beste Zeitpunkt, um eine tolle Routine zu starten, ist immer jetzt und ist immer sofort. AG1 besteht, wie gesagt, aus 75 Inhaltsstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und vielen weiteren Inhaltsstoffen, die aus echten Lebensmitteln sind. Also exklusiv für unsere Hörer des Lauf- und Decken-Podcasts gibt es zusätzlich einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 dieser wirklich, wirklich praktischen Trailpacks. Das heißt, wenn du bei deinem nächsten Rennen bist, kannst du dir sicher sein, dass du deine Routine nicht unterbrechen musst, sondern nimmst diese Trailpacks mit und hast AG1 immer bei dir. Also jetzt gehen auf athleticgreens.com/laufendentdecken und 2023 kann dein Jahr werden. Und wir werden euch heute wieder mit viel Weisheit beglücken. Das heißt, ihr wisst es schon, wenn wir sowas sagen, haben wir jemanden bei uns, weil mit unserer Weisheit können wir überhaupt niemand irgendwie beglücken. Aber bevor wir das tun, würden wir euch dazu einladen, dass ihr uns auf Apple Podcasts, auf Panoptikum.io, auf Spotify bewertet und ein Review da lasst, dass ihr uns irgendwie bei Patreon und Steady unterstützt, weil wir finden das toll und ihr vielleicht auch. Und dementsprechend tut das. Wir sind ich, hallo, und der andere. Servus, deine. Servus. Und wie wir es schon angekündigt haben, oder ich jetzt gerade vor irgendwie einer Minute, haben wir uns noch jemand eingeladen, und zwar der Diana. Die Diana Savica ist, ich glaube, ohne zu übertreiben, eine der ausdauerndsten und schnellsten Ultraläuferinnen, die so in Österreich über die Straßen fegt, seit Jahren mittlerweile. Und sie ist geboren und aufgewachsen in Lettland, ist dann nach Österreich gekommen. Ich habe zwar keine Ahnung, warum man von Lettland in Zehnten nach Wien zirkt. Also das sind Dinge, also das ist ein ganz, das muss ein ganz dunkler Pfad im Leben gewesen sein. Ich muss mal die Stange halten für den Zehnten. Das ist der beste Wiener Gemeindebezirk. Ich habe 30 Jahre lang dort gewohnt. Du hast absolut die richtige Entscheidung getroffen. Gratulation. Ja, und sie ist vortragende Laufcoach, Läuferin und hat einen umfangreichen Erfahrungsschatz, weswegen sie sich ja damit selbstständig gemacht hat, worauf wir später noch zurückkommen. Und wenn sich jemand berufen fühlt, ihre Webseite anzuschauen oder die DOV-Statistik oder so und einmal durchzuschauen, was da so an einer Liste von
ich würde jetzt nicht sagen Ergebnissen, sondern eine unglaubliche Liste der Erfolge steht, das ist schon, also manch einer, der in Pension geht, hätte gern so eine lange Liste und sie ist von der Pension halt noch echt weit weg. 100 Kilometer Weltmeisterschaften dabei gewesen. Race Across Burgenland, Streckenrekord. 100 Kilometer lang Enzersdorf gewonnen. Den Wien rund um Adum, die Damenwertung gewonnen. 24 Stunden DOV-Challenge in lettischen Nationalrekord mit 228 Kilometer oder 229 fast in 24 Stunden aufgestellt. Zweimal Spartathlon-Gewinnerin. Abseits der Straße, weil man kann ja nicht nur das eine machen, in Cut 100 gewonnen, also die 91 Kilometer in Wörthersee Ultra gewonnen, bei den World Trail Championships in der Nationalmannschaft gewesen. Wenn einer von uns nur eins davon gewonnen hätte, würden wir schon glücklich und zufrieden abtreten können. Und dann sagt sie, sie ist keine Bestzeitenjägerin. Das ist ein bisschen komisch, da würde ich, hätte ich dann auch noch ein, zwei Fragen dazu. Aber zuerst, grüß dich, es freut uns sehr, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung, es freut mich auch, da zu sein und anzuhören, was ich alles gemacht habe, weil ich die Hälfte davon habe ich schon vergessen. Du machst so viel. Die Liste ist so lang, da braucht man allein schon Ausdauer, damit man dazuhören kann. Ja. Ja, das stimmt. Dabei läufst du noch gar nicht so lange, weil deine Story, wie du zum Laufen gekommen bist, ist ja auch interessant. Weil du bist ja keine, soweit ich das gelesen habe, keine Dame, die gesagt hat, ich laufe mein ganzes Leben lang schon, ich bin schon auf der Bahn unterwegs gewesen und bin Halbmarathon und Marathon schon in der Jugend gelaufen, sondern du bist nach Wien gekommen und hast dann erst zum Laufen begonnen. Ja, das stimmt. Zum Laufen in Wien begonnen, weil das Einfachste damals war, was man so sportlich tun könnte. Die ersten ein paar Jahre etwas gelaufen, dann mit Verletzungen gekämpft und dann wieder angefangen, also bin weitergelaufen und dann, ich glaube, jetzt die letzten 5 Jahre so auf Ultra gestiegen, ja, mit Ultra angefangen, ja. Aber du hast ja auch nicht, du hast ja auch relativ schnell angefangen. Also dein erster Halbmarathon war ja in 1,38. Das läuft mir auch nicht einfach mal so nebenbei. Also du warst ja von Anfang an noch relativ zügig unterwegs für Otto normalen Mensch jetzt. Stimmt's? Was ich meine? Ja, anscheinend. Also das wusste ich aber damals wirklich nicht, dass ich so zügig unterwegs bin. Als ich nach Wien kam, ich habe im 16. Bezirk gewohnt, da oben. Wo die U3 ist, auf der Klingelstraße. Und ich bin einfach so die Hügel hinauf runtergelaufen, ohne wirklich das Pace zu beachten, weil ich wusste ja auch nicht, was das Pace wirklich ist. Und ja, kurz danach bin ich dann an den ersten Halbmarathon gelaufen und war selber überrascht, dass die Zeit eigentlich so gute Zeit ist, weil ich wusste damals wirklich nicht, die Zeit und was das alles bedeutet. Ich bin nur so, ich gehe heute 40 Minuten, morgen 45 Minuten laufen und so wirklich nicht beachtet, ob ich schnell oder langsam unterwegs bin. Es war mir nur wichtig, draußen zu sein und mich ein bisschen auszupowern, damit ich das Rauchen aufhören könnte, was ich versucht habe damals. Ja. Ja. Wie oft warst du dann laufen? Also bist du dann jeden Tag laufen gewesen? Weil gerade wenn man zum Rauchen aufhört, das Rauchen macht man ja quasi jeden Tag. Und wenn man sich davon auspowern will oder ablenken will, dann hast du dann auch wirklich dann jeden Tag dich ausgepowert oder hast gesagt, nein, ich gehe dreimal die Woche laufen oder viermal? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ich kann mich jetzt nicht mehr so genau erinnern, aber ich weiß, dass ich definitiv mehr geraucht habe, als ich gelaufen bin, weil meine Tage damals haben ziemlich schrecklich ausgeschaut. Also ich bin so um 5 in der Früh
aufgestanden, eine geraucht, dann laufen gegangen, wieder zurück, eine geraucht mit meinem Kaffee. Und dann, ich habe dann damals im Steffel gearbeitet, im ersten Bezirk. So, ich bin die 8 Kilometer zu Fuß in die Arbeit noch gegangen, damit ich noch ein bisschen mehr rauchen kann. Und weil in der Arbeit war es nicht erlaubt. Und ja, und dann wieder nach Hause. Ich denke, wahrscheinlich waren die so 3-4 Mal der Woche die Laufeinheiten, die ich damals absolviert habe. Aber ohne wirklich ein Ziel oder was so, weil ich kann mich noch heute erinnern, wie ich dann im Regen die Otterkringerstraße damals gelaufen bin und meine ersten 15 Kilometer absolviert habe. Ich war so überglücklich. Ich bin dann, ich habe dann angehalten und habe ich mich entschieden, den Halbmarathon zu laufen. Und auch ohne wirklich Zeitziel, weil ich, also ich wusste, dass der Halbmarathon in Prater ist flach. So, ich hatte keine Ahnung, was ich dann wirklich flach laufen kann, weil ich bin immer nur so hügelig gelaufen, nicht gezielt, aber weil da anderes nichts war in der Umgebung, wo man so und laufen kann. Was hast du dann getan? Also quasi so, du laufst jetzt, dann kommst drauf, hoppala, weil mit 1,38 bist du ja auch irgendwo relativ weit vorne sogar, also jetzt nicht ganz vorne, aber auch durchaus weiter vorne. Hast du nachher gedacht, okay, da geht noch was, oder war das einfach so, ah ja, gut, kann ich, passt. Also was war dann, wie ist es dann weitergegangen? Bist du einfach nur trotzdem einfach nur weitergelaufen, oder hast du dann irgendwann Ehrgeiz entwickelt? Eigentlich, da war kein Ehrgeiz nach dem Lauf, da war nur diese Freude, bei einem Wettkampf dabei zu sein und zu absolvieren. Ich war richtig glücklich, dass ich einen Wettkampf absolviert habe, weil das letzte Mal, als ich sowas gemacht habe, war so in der Schule, noch als ich so 14, 15 war, wo man dann in der Schule mit der Klasse gegen anderen etwas gemacht hat, also irgendwelchen Wettkampf, egal welchen. So ja, ich habe wieder dieses tolle Gefühl gehabt, so mit jemandem nicht zu messen, vielleicht nicht, aber sondern einfach da zu sein und diese Energie zu spüren, so wie in der Schule damals. Ja. Aber dieses Glück am Laufen, das zieht sich ja bei dir relativ durch deine Laufkarriere. Das ist ja, kommt immer wieder mal vor, wenn man deinen Blog liest. Ist das was du glaubst, warum du dann wirklich so auf das Laufen auch so ein bisschen reingekippt bist und ja dann noch weitaus länger gelaufen bist als der Halbmarathon? So viel kann man ja schon spoilern. Du, damals nach dem Halbmarathon, da waren noch ein paar Lauffreunde von mir, die 28 Kilometer gelaufen sind. Ich glaube, das war auch in dem Rahmen. Und ich weiß ganz genau, dass ich mich damals die Leute bewundert habe. Ich war so, ich weiß nicht, wie das möglich ist, so noch weiter zu laufen. Und ich habe mich dann in die Trailrunning Vienna Gruppe angeschlossen. Und ich bin immer mit denen gelaufen. Und irgendwann habe ich verstanden, dass ich kann was. Ich kann was mehr, was ich denke. Und dann habe ich mich entschieden, für den Marathon, weiter zu trainieren. Und dann irgendwann in dem Training für den Marathon habe ich verstanden, dass auch mit dem Rauchen nichts mehr geht, weil ich nicht so gut atmen kann. Und da habe ich aufgehört. Und nach meinem ersten Marathon, wo ich auch noch, ich habe wirklich keinen Plan gehabt für den Marathon, muss ich ehrlich sagen, dass so 4 Wochen vor dem Marathon hatte ich plötzlich die Idee, dass ich doch im Internet was anschauen sollte, wie man dann sich für Marathon überhaupt vorbereitet. So, ich hatte dann diesen ein paar Wochen, wo ich die langen Einheiten auch gemacht habe, nach irgendwelchem Plan, den ich im Internet gefunden habe. Und der Marathon,
habe ich mich entschieden, für unter 3,30 zu laufen, weil jeder im Internet geschrieben hat, dass es eine tolle Zeit ist und jeder möchte diesen Ziel erreichen. Und ich dachte, wenn die das alle wollen, dann soll ich auch so machen. Und in der Wahau bin ich dann meinen ersten gelaufen. Ja, das war richtig cool. War ja dann drunter mit 3,28, also das war ja auch da ziemlich zickig und auch da wieder das, diese Unbeholfenheit oder ich weiß nicht, diese Naivität klingt jetzt ein bisschen negativ, aber dieses einfach mal reingehen. Es war wirklich naiv, wie du sagst, das war das, weil für mich war das, okay, jetzt muss ich den Fünferschnitt laufen, denke ich. Dann laufe ich das jetzt und ich habe das Ding richtig vorsichtig angefangen und ich habe mich immer gehalten, das muss ich jetzt so laufen, jetzt muss ich mein Geld nehmen, okay, das habe ich gelesen, das muss man so machen und dann habe ich auf den Mann mit dem Hammer gewartet, der ist nie gekommen, da habe ich mich gewundert, okay, was reden Sie da davon? Ja, natürlich, der Mann mit dem Hammer ist ja auch 3,30 gelaufen. Der hat dich einfach nicht erwischt. Der kennt sich in der Wache auch nicht so gut aus. Der ist da irgendwo über den Krebsfalsch abgebogen. Ja. Der ist im Tunnel stecken geblieben mit seinem Hammer. Denke ich auch. Ja, aber nach dem ersten Mal habe ich gedacht, nie wieder. Das schon. Also als ich zu Hause dann auf meiner Sofa lag, ich war so, no, das will ich nicht mehr. Das war doch anstrengend. Wobei, bist du danach nochmal einen Marathon gelaufen? Gezielt einen, das war in Hamburg. Ja, in Hamburg. Der hat mir nicht gut gefallen und dann wollte ich auch nichts mehr. Hätte man gedacht, das hätte auch gepasst. Du bist kein Marathon mehr gelaufen, sondern nur mehr Ultras. Mein Marathon kann ja jeder. Ja. Nee, einen wollte ich dann danach noch gezielt laufen, weil alle immer ihr fragen. Ja, Marathon kann ja jeder. Der Wien rundum und um war dann da quasi die Initialzündung für dich, oder? Das war das Breaking Point für mich für Ultra. Dass ich dann, also Wien rundum und um war es so, dass ich habe mich auch damals sehr naiv entschieden, dass ich jetzt einen 6er-Pace laufen werde. Ich wusste nicht, was das wirklich auf der Strecke bedeuten wird, weil eine meiner Freundinnen, eine erfahrene Ultraläuferin, die ist dann das so gelaufen, geplant um zu laufen und ich dachte, ja, ich bin nicht wirklich schlechter als sie, nur weniger Erfahrung. Und ich habe mich damals entschieden, das Ganze, wo flach ist, mit 6er-Pace zu laufen, die ganzen bergauf nur zu gehen und das bergab wie eine Verrückte quasi runterzufliegen. So habe ich damals auch gemacht und ich habe mich dann nach dem Lauf, ich habe nach dem Lauf verstanden, dass ich eigentlich eine Wahnsinnige bin, weil ich habe etwas geschafft, was ich nie vorstellen könnte, dass ich sowas in so einer Zeit schaffen könnte. Weil nur nach dem Lauf habe ich verstanden, dass es eine verdammt gute Zeit ist, was ich gelaufen bin. Vor dem Lauf, obwohl ich wusste, welchen Pace ich laufen werde, es ist mir nie vorgekommen, dass es jetzt ein gutes Ergebnis wird. Ich dachte, ja, das ist wahrscheinlich, was man so läuft. Und, ja. Und nach dem Lauf war ich selber erstaunt, dass ich sowas machen kann und noch so schnell machen kann, wie man das dann gesehen hat. Ist das, weil du gesagt hast, der 6er-Pace im Flachen, ist das für dich eine Wohlfühl-Pace, wo du sagst, ein 6er-Schnitt auf der Ebene ist quasi regenerativ, also das kann ich quasi gefühlt ewig laufen, ohne dass ich jetzt irgendwann quasi sterbe oder so? Viel zu langsam. Es war schon damals viel zu langsam für mich, weil ich habe mich wirklich zurückziehen müssen, nicht schneller zu laufen. Also das war wirklich gefühlt zu langsam für mich.
Aber ich bin ein sehr disziplinierter Mensch. Und wenn ich mir was vorsage, das ist genauso wie ich bin ganz genauso und ich mache das nach einem Plan, weil für mich das ist sehr wichtig. Weil wenn ich mich nicht auskenne, was ich kann, dann bin ich lieber vorsichtiger. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, dann kann ich mit Überzeugung sagen, dass eigentlich viele Wettkämpfe, die ich gelaufen bin, ich bin viel langsamer gelaufen, als ich die eigentlich laufen könnte. Da ist bei den meisten viel mehr drinnen gesteckt, also gewesen. Ich habe mich immer zurückgezogen, weil ich wollte nie einen Wettkampf, einen Horror bei einem Wettkampf zu erleben. Du hast nie irgendwie zu schnell begonnen oder hast gesagt, okay, also was weiß ich, wenn du jetzt da, du bist jetzt schon vielfach 100 Kilometer gelaufen, 12 Stunden gelaufen oder irgendwas in die Richtung, wo du auch gewusst hast, was, also mittlerweile auch gewusst hast, was auf dich zukommt. Und du bist trotzdem so diszipliniert drangegangen, dass du gesagt hast, okay, das kann ich laufen und ich bin jetzt nicht zu schnell und musste mich zurücknehmen, gerade bei so einer, weiß ich nicht, 100 Kilometer WM oder so, dass du dich mitreißen lässt. Die WM, die ich heuer gelaufen bin, den 100 Kilometer, das war eine Vorbereitung für Spartathlon und es war gezielt so zu laufen, als ich gelaufen bin. Mhm. Ich war sogar ein Schnitt bisschen schneller, als ich als mein Trainer dann mir gesagt hat, zu laufen, aber es hat sich dann gut angefühlt, so gesehen. Aber ich habe ganz viele Wettkämpfe und sogar der erste Spartathlon, wo ich dann ins Ziel einlaufe und sage, okay, und jetzt, ich kann aber weiterlaufen. Es sollte ja nicht so sein. Ja, und auch nach dem Sevilla-Marathon im Februar, dass ich gelaufen bin, also ich könnte noch 10 Kilometer in dem Pace weiterlaufen. Das heißt, ich habe ja nicht alles gegeben, weil das dürfte nicht so sein, dass man danach im Ziel gleich sagt, ja, es ist mir drinnen gewesen. Es ist dir noch nie quasi passiert, dass du irgendwie gesagt hast, im Ziel war wirklich, das war's? Also du hast immer noch Reserven gehabt jetzt da, bis jetzt da? Ich bin sehr verwirrt. Das ist mir heuer beim Spartathlon passiert. Also dieses Jahr beim Spartathlon war am Ende Ende. Das war das Ende, ja. Das war Ende. Bevor wir so weit kommen, würde mich eins noch interessieren. Du hast ja am Anfang gesagt, dass du das ja dir selbst eben überlegt hast und noch 4 Wochen vor dem Marathon dann dir eigentlich mal so nach einem Plan dir was überlegt hast. Du hast ja vorher auch erwähnt, dass du mittlerweile einen Trainer hast. Ab wann hast du dann realisiert, dass du vielleicht der externe Hilfe holen musst und warum dann eigentlich? Also was waren die Beweggründe, dass du sagst, das brauche ich jetzt? Das war dann in 2020, als ich dann, das war 2020, als ich mich für Spartathlon qualifiziert habe, also die WM in 24-Stunden-Lauf, damals habe ich mich für Spartathlon qualifiziert und als ich dann den Platz bekommen habe für Spartathlon 2020, was dann nicht passiert ist, weil Pandemie, und dann habe ich mir gesagt, okay, das kann ich nicht allein, so einen Wettkampf zu rennen. Ich habe nicht genug Erfahrung und wenn ich sowas laufen werde, dann muss ich einen guten Trainer haben, der für mich sorgt und mich dafür vorbereitet. Ja. Es war mir eigentlich bis auch dahin schon klar, dass ich meinen Körper mir kaputt mache, als etwas von mir, dass ich mir nicht gut tue mit meinen eigenen Trainingsplänen, weil ich mich gar nicht auskenne. Und das war die Überlastung meistens, weil man will mehr machen, weil man denkt, dass man mehr machen muss, damit man ein besseres Ergebnis bekommt. Ist aber nicht so. Naja, das heißt, du hast jetzt wirklich relativ spät mit 2020 dir quasi jemanden zur Seite geholt und hast aber vorher ja wirklich schon
schon viele Dinge gemacht, also auch schon 24-Stunden-Geschichten und also wirklich lange, lange Läufe, wo man sagt, okay, das macht man ja, also das machen ja viele Leute nicht. Die sagen, ich mache einen Marathon, ich laufe vielleicht an Ultra mit 60 Kilometer oder ich laufe einmal so an, ich probiere mal, kann ich 12 Stunden laufen und das war's dann. Das ist aber dann eh schon, das machen schon ganz wenige. Aber du bist ja dann in das wirklich hineingekippt. Und was mich ja dann auch sehr gewundert hat, weil viele, die diese 12-Stunden-Läufe machen oder 100 Kilometer, laufen dann nur Straße. Und du bist aber am Wörthersee Ultra gelaufen, du bist beim Kitzbüheler Alpine gelaufen, also du bist ja auch am Trail unterwegs gewesen, zumindest bis 2019, dann nicht mehr. Macht dir beides gleich viel Spaß oder war das nur zum Ausprobieren? Also wie war da dein Weg von ich laufe einmal einen Marathon bis ich nehme einen Trainer, ich will den Spartathlon laufen. Also zu dem muss man ja mal kommen, zu diesem Gedanken. Ja, die sind die Menschen, die ich kennengelernt habe, sozusagen. Ich liebe Berge. Ich würde so gerne Trails laufen. Aber mit einer Vollzeitarbeit und in Wien lebend, es ist, man kann es schon machen. Ich habe das ja schon gemacht, die Trails und so. Aber dann mit Anfang Pandemie, das war, wie du gesagt hast, mit 2019, weil 2020 kam ja die Pandemie. Und das war das auch. Ich habe aber bis dahin beides wirklich genossen. Ich könnte mir nie entscheiden, was ich lieber laufe, Asphalt, Straße, flach oder Trails. Ich mache beide. Ich fühle mich aber super wohl auf den Bergen. Und dann kam die Pandemie und ich könnte nicht meine Tochter, ich bin alleinerziehende, ich könnte sie wirklich nicht so lange Stunden allein in der Wohnung lassen, weil man wusste ja damals nicht, was das alles ist und wer weiß, ich bin krank und ich bin nicht da. So, ich habe angefangen, einfach meine Läufe von Tür hinaus zu erledigen. Und ich bin nur die Straße gelaufen, weil einfach die Möglichkeit, und ich glaube, damals war ja auch längere Zeit sogar verboten, auf dem Berg was zu machen wegen Einsatz und Spitäle oder was auch immer, wie ich mich erinnern kann. Da war was. Egal. Also mit Anfang Pandemie bin ich komplett auf die Straße umgestiegen, weil das einfach bequemer war und mit dem Ganzen, was da in die Welt gegangen ist, herumgegangen ist. Ja, ich vermisse Berge, ich vermisse Trails. Das ist also, es ist jetzt da, dass es jetzt da die letzten 3 Jahre quasi so stark straßenfokussiert ist, ist quasi dem geschuldet, dass es jetzt einfach schwierig war, auf den Trails zu laufen. Du würdest das gern trotzdem tun, okay. Aber gibt's dann, wenn du sagst, das mit der Pandemie macht wieder jetzt wieder einfacher und die Lockerungen sind jetzt wieder, man vergisst teilweise, dass das auch schon eine Pandemie ist oder war, glaubst du, dass du wieder den Weg zurückfindest oder bleibst erst einmal bei der Straße? Ja, jetzt habe ich kein Auto mehr. Mein Auto wurde gecrashed dieses Jahr im Februar, so ich kann nicht mehr so einfach zu den Bergen fahren. ja, ich denke, ich bleibe momentan noch immer auf der Straße, ja, mit Gedanken auf den Bergen zu sein, aber ja. Vielleicht gibt es irgendwo mal eine 24-Stunden-WM, die auf einer Laufbahn ist, wo irgendwo Berge in der Nähe sind, dann hast du irgendwie beides aus beiden Welten oder so. Du, ich habe einen Berg auf meinem Bein mit einem laufenden Mädel tätowieren lassen, so ich schaue mir da öfters auf meinen Bein hin und ja, das ist mein so Beruhigung für meine Seele. Also ich dachte schon, aber du hast den Favoriten irgendwo in einem Berg gefunden, den noch keiner gefunden hat, aber das, nein, dann ist er der Fuß. Aber was mir noch immer fasziniert ist, wenn wir so Richtung Spartathlon abbiegen, Wie,
wie kommt man von diesen 12-Stunden-Läufen oder auch 100 Kilometer, also 100 Kilometer WM in Prater oder in Berlin, ist ja eine Geschichte. Aber war dieser Spartathlon irgendwie so ein Rennen, das du gehört hast und sagst, ja, da will ich mitmachen, oder ist es passiert? Es ist passiert, dass bei einem 12-Stunden-Lauf von mich, wo mein Laufkollege damals dabei war, für 24 Stunden. Wir sind dann damals in der Schweiz gelaufen, in Basel, und wir haben so mit einem englischen Läufer geplaudert, und er sagte, er ist da, für Spartathlon sich zu qualifizieren. Und ich habe so gefragt, was ist denn das Spartathlon? Und das war 2019 Mai. Und er hat es dann erzählt, und ich dachte, bist du wahnsinnig, was macht er? Und dann hat er ja die Hitze und so, und ich dachte, das gibt's ja nicht. Und damals in Basel hat es noch geregnet, und ich liebe ja beim Regen zu laufen, und ich habe es immer gern gehabt, beim Schlechtwetter zu laufen, wenn es kühler ist, Regen oder Schnee, egal. Was ich aber wusste, dass ich nicht bei der Hitze laufen kann. Ich hatte schon ein paar Läufe, wo ich bei der Hitze dabei war, und ich war total unbrauchbar, also total schlecht. Mhm. Das könnte ich nicht aushalten. So, damals hat mir die Idee so irgendwie, wow, fasziniert, so ein langer Lauf, wie kann man ein Mensch überhaupt sowas machen? Und noch bei der Hitze und so. Und ja, und dann habe ich es mir irgendwie zu Hause überlegt, dass vielleicht, weil ich weiß, dass ich eine starke Läuferin beim schlechten Wetterverhältnissen bin, vielleicht sollte ich doch auch eine starke Läuferin bei Hitze werden, damit, weil wir können ja nicht das Wetter bei so aussuchen am Wettkampftag, was so wird. So, ich dachte, okay, vielleicht die Schwäche sollte ich zu meiner Stärke machen. Und dann, als ich dann ein paar Monate später bei der Weltmeisterschaften dann mich für Spartathlon qualifiziert habe, es war mir klar, dass ich den Lauf machen werde, weil auch bei diesem Lauf, bei der Weltmeisterschaften, es war 20 Grad plus, und es hat mich sozusagen umgebracht während des Laufes, weil ich habe dann viel übergeben müssen. Mir war es so übel von der Hitze und so weiter. Und ich dachte, das muss sich ändern. Und ich werde Spartathlon machen müssen. Ich werde mich trainieren müssen, damit ich bei der Hitze laufen kann. So, das war der Hauptgrund, warum ich überhaupt Spartathlon dann überlegt habe. Ich wollte mich einfach so eine stärkere Läuferin machen, damit ich bei allen Wetterverhältnissen gut laufen kann und es genießen kann eigentlich und keine Panik da ist, dass es heiß ist und so weiter. Ja. Wenn wir jetzt da wirklich, wenn du sagst, okay, das war dann für dich gesetzt, du willst da jetzt mitlaufen, und dann sollten wir jetzt vielleicht einmal allen, die es nicht kennen, erklären, was der Spartathlon ist. Also so von den Rahmenbedingungen der Spartathlon ist. Viele Leute glauben ja, dass der Marathon das Nonplusultra war mit der Überlieferung von Booten und so weiter, aber eigentlich war es die Geschichte vom Spartathlon, dass eben der Bote, der während der Perserkriege von den Athenern nach Sparta geschickt wurde, um Hilfe zu bitten bei der Schlacht von Marathon. Und dass der Lauf war halt nicht 40 Kilometer lang, sondern slightly longer, so um knappe 200 Kilometer, damit nichts sein kann. Und in den Anfang der 1980er, ich glaube 1982, haben das zwei oder drei Leute versucht zu rekonstruieren, diese Strecke, die der damals gelaufen sein hat müssen, keine Ahnung. Und das waren halt dann die 246 Kilometer, die ja jetzt lange ist. Und es gibt irgendwie Rahmenbedingungen. Du musst ja qualifizieren einmal dafür. Ich weiß nicht, ob es ein Teilnehmerlimit gibt.
also ob sich mehr Leute qualifizieren, als dann teilnehmen dürfen, das weiß ich gar nicht. Oder ob es eh so wenige sind, die sich da qualifizieren. Du musst innerhalb von 36 Stunden finishen. Also das ist das Time-Limit, sind 36 Stunden. Wobei ich wieder nicht weiß, ob es dazwischen Cut-Offs gibt, dass man sagt, wenn du um diese und jene Zeit nicht da und da bist, dann kannst du gleich den Bus nehmen. Ziemlich harte Cut-Offs. Ich meine, die 36 Stunden sind auch schon hart. Harte Cut-Offs mit Guillotine oder hart im Sinne von, du musst aussteigen? Ja, Guillotine. Oh, hervorragend. Passt. Also das heißt, dann sind die 50% Ausscheidequote auch schlimm. Die Städte standen dann nie wieder. Und es gibt, also der Rekord liegt, glaube ich, bei 20 Stunden irgendwas. Und der Frauenrekord liegt bei knapp unter 25 Stunden. Und du bist 2021 bist du dann gestartet und bist es in 21 Stunden 20 oder irgendwas in die Richtung ins Ziel gekommen. 25 Stunden 24, so irgendwas. Ja. Details. Und dieses Jahr bist du dann nochmal gelaufen und bist dann nochmal 20 Minuten schneller gelaufen. Und warst knapp über 25 Stunden. Also zweitschnellste jemals gelaufene Zeit. Wenn ich es jetzt da richtig so zusammengefasst habe. Zwei kurze Randnotizen, was ich weiß. Also es gab auch eine Zeit lang, du durftest nur 3 oder 4 Mal teilnehmen oder 3 oder 4 Mal ausscheiden, bevor du dann nie wieder teilnehmen durftest. Das habe ich mal in einem Film gesehen. Ich weiß nicht, ob sie das nicht mittlerweile auch abgeschafft haben. Das war nicht ein Film aus einem Ungarn, der unbedingt finishen wollte, 4-mal, 3-mal ausgestiegen ist und dann eigentlich nicht mehr teilnehmen durfte. Egal. Und, funny story, ich weiß nicht, ob sie wahr ist, aber ich habe es mal gelesen, warum der Marathon eigentlich 42,195 Kilometer lang ist. Der war früher mal so 38, mal so 40, immer was anderes. Bis bei der Olympiade, glaube ich, war es. 1908. Die in England war. Ja. Wo sie es dann genauso lang gemacht haben, damit er genau vor der Queen endet. Genau. Und deswegen ist er so lang, wie er lang ist. Richtig. Bei dem sind sie dann einfach geblieben und deswegen waren es die 42,195. Über die man ja mittlerweile nicht drüber hinauflassen darf, sondern ist man ein Verrückter. Das heißt, wenn man an der Queen vorbeiläuft, ist man einfach verrückt. Das höre ich daraus. Ja, das ist richtig. Aber zurück zum Spartathlon. Du kannst also sicher uns mehr dazu sagen, wie das ist mit diesem, mit den Cut-Offs, mit wie viele Leute teilnehmen dürfen oder teilnehmen. Also wie kann man sich den Lauf vorstellen? Weil das ist ja kein Massenlauf. Das ist wirklich kein Massenlauf. Ich bin aber auch nicht so gut mit Zahlen. Es gibt so 300 Startplätze und irgendwie von jedes Land ist eine limitierte Anzahl an die Plätze. Ja. Und die meisten Startplätze bekommen Japan und Deutschland und Griechen natürlich. Und dann die anderen Länder, ja, dann gibt für die anderen Länder gibt es weniger Plätze und eigentlich die Läufer, die Spartathlon laufen möchten, sind ganz viele, weil wenn man sich qualifiziert, heißt das noch nicht, dass man wirklich drinnen ist, weil da gibt es dann auch Lotterie. So, okay. Es gibt schon viel mehr als 300 Leute, die laufen möchten, aber nicht alle bekommen dann die Plätze. Und dann gibt es die Wartelisten, für die nicht die Plätze bekommen haben. Ja. Okay, das ist so wie beim UTMB oder beim Badwater, dass man sagt, es gibt ganz, ganz viele, die rein wollen und das ist wirklich so ein Highlight, wo man sagt, gibt es da auch so ein Kontingent von Leuten, die fix qualifiziert sind oder ist es eine Lotterie, wo alle reinkommen? Es gibt schon auch ein Kontingent, die fix qualifiziert sind. Ich weiß nicht wirklich, was man da laufen muss, aber da muss man wirklich sehr, sehr gute Zeiten haben bei irgendwelchen Orten, wenn man fix qualifiziert ist. Ja. Warst du fix qualifiziert für dieses Jahr, weil du letztes Jahr gewonnen hast? Für dieses Jahr, ja.
ich habe meinen Platz automatisch bekommen. Mhm. Aber für das erste Jahr war ich nicht auf der Liste am Anfang. Mein Name ist dann nur ein paar Wochen danach auf der Liste erschienen. Ich eigentlich dachte ich am Anfang, sie haben gar keinen Platz bekommen. Ja. Mhm. Und wie ist es dann beim Lauf? Du laufst in Sparta weg und laufst nach Athen. Umgekehrt. Nein, natürlich. Umgekehrt. Ja, natürlich umgekehrt, Athen, weil du willst ja natürlich die Spartaner um Hilfe rufen und nicht. Ja. Ja, genau. Ja. Ja. Alles klar. Ich finde gut, dass du die Frage quasi selbst beantwortet hast. Ja. Ja. Es ist mir, während ich es gesagt habe, aufgefallen, dass es schwachsinnig war andersrum. Das heißt, du läufst in Athen weg und Athen ist ja im Vergleich zu Sparta größer und imposanter. Ist es auch ein sehr beliebter Lauf, wenn du dort weglaufst? Also ist da wirklich Brimborium und Pomp und Gloria oder ist es einfach irgendwelche Leute laufen da jetzt weg und gut ist? Naja, der Start ist ja am Akropolis quasi. Und da sind schon Menschen auch in der Früh, die dann anfeuern und so weiter. Aber wenn man dann aus der Altstadt raus ist, die Autofahrer, die freuen sich sicherlich nicht, dass sie stehen bleiben müssen. Aber das ist irgendwie so ein sehr schönes Gefühl, doch da durchzulaufen. Es ist auch nicht von der Umgebung super wunderschön, weil das ist doch ziemlich mit Gas befüllt alles und so. Und ein bisschen hektisch auch, weil die Straßen dort sind wirklich voll mit Autos. Aber die Polizei ist da und dann, ja, man läuft einfach raus. Aber so, dass die Menschen dann auf der Straße wirklich stehen, anzufahren, wenige, aber dann, die sind schon sehr bewundert. Und sie wissen das, was wir da machen. Ja, und ja, wünschen uns Glück sozusagen. beim Straßenultra ist es ja oft so, also was man jetzt so kennt vom 12-Stunden-Lauf oder von irgendwelchen Läufen, die im Kreis gehen oder irgendwas in die Richtung, oder auch beim Badwater, dass ja die Läufer und Läuferinnen quasi nichts mithaben. Sondern da ist ein Verpflegungsfahrzeug oder wie auch immer, die vorfahren oder ganz, oder du hast halt bei jeder Runde hast du deine Verpflegung. Wie ist es beim Spartathlon? Weil beim Traillaufen hast du ja den Rucksack quasi mit und du, eigentlich trägst du die ganze Zeit halt dein Überlegungspackage selber. Hast du das dort mit oder ist es dort, bist du dort voll betreut oder wie ist es dort? Also man darf beim Spartathlon Betreuer haben, nicht auf alle Verpflegungsstationen, aber man darf sie haben. Das kostet ziemlich viel Geld eigentlich. Viele haben auch die Betreuer nicht. Aber ja, die Verpflegungsstationen beim Spartathlon sind so 3 bis 5 Kilometer entfernt. Und wenn man so am Anfang bedenkt, was ich auch gedacht habe, das ist ja ein Unsinn eigentlich, aber nach der Hitze heuer, das ist richtig gut, dass die Stationen so nah beieinander sind, weil ja, wenn man bei einer Station ist und 20 Stück Eis zu sich nimmt, zur nächsten Station ist das schon Wasser aus, also ja, alles geschmolzen und so weiter. Ja, aber die eigene Betreuer, die dürfen das erste Mal, ich weiß gar nicht mehr, beim Kilometer 18 oder sogar nach einem Marathon, nach dem Marathon das erste Mal zu sein, dort zu sein. Mhm. Man darf aber auch bei jeder Station seine Verpflegung schon voraus hinschicken, sozusagen. Achso, du kannst es so machen wie beim Marathon quasi, dass du sagst, ich habe meine Eigenverpflegung, ich hätte bitte gerne das bei dem und dem, bei der und der Verpflegungsstation. Ah, okay. Ja, genau. Das klingt gut. Ja. Mhm. Man, ja, so viele Läufer, die laufen auch mit Rucksäcken und so.
Ich mag das nicht. Ich bin so eine 24-Stunden-Läuferin, wo in, wenn man die Runde läuft, man hat nichts mit. Ich habe immer mein Softplatz mit und ein kleines Gurt, wo ich dann Handy oder Papier oder was auch immer da, aber sehr wenig Sachen mit mir habe. So Geld. Mhm. So. Ja, aber grundsätzlich, Betreuer oder Dropbacks hinausschicken, damit man alles da hat. Ja. Und die Verpflegungsstationen dort, die haben auch alles und die Leute dort, die sind sehr, sehr hilfreich auch. Okay. 36, also für die Distanz, also 200, knappe 250 Kilometer, also 6 Marathons hintereinander, ist ja viel von der Distanz, aber es sind ja auch sehr, sehr, sehr viele Verpflegungsstationen dann. Sind das quasi dann so, wie soll man sagen, so rotierende Verpflegungsstationen, weil ja du gesagt hast, das sind sehr enge Cut-offs, dass die dann schon zusammenpacken und wissen, okay, die Läuferinnen, die vorbeikommen, die müssen innerhalb von, keine Ahnung, ein paar Stunden da gewesen sein, weil dann sonst da sind sie eh schon spät dran und dann wird schon abgebaut und die dann abbauen, fahren quasi wieder nach vorne und machen Station 4, 9, 14, 20 und so weiter. Weil es sind ja sehr, sehr viele Stationen, die du hast. Ja, ich denke, dass die ersten Stationen, nachdem die abgebaut haben, die bewegen sich dann nach vorne und sonst braucht man wirklich ganz viele Leute. Eben drum, weil du brauchst sonst da eine Hundertschaft an Betreuern. Ja. Aber Mangel der Betreuer kann man sich nicht beschweren beim Spartathlon wirklich. Die organisieren das wirklich toll. Ja. Ist es auch irgendwie mittlerweile, nachdem das jetzt da seit 1982 ersetzt, da war es die 30. Austragung? Na, wahrscheinlich war es die 29., weil es ein Jahr nicht stattgefunden hat. Ach, heuer war die 40. Ja, natürlich. Die 40. Ja, natürlich. Gott, ich und Zahlen. Das heißt, das hat sich wahrscheinlich jetzt auch mittlerweile schon zu einem lokalen, ja, einer Institution quasi hoch gehievt. Es ist nicht mehr irgendwas, wo man sagt, ah ja, da laufen irgendwie ein paar Wahnsinnige die Straße entlang. Das war wahrscheinlich Anfang der 1990er so. Und nach 30 oder 40 Jahren sagen sie dann, ah ja, das gehört zu dem, das ist schon eine eigene Institution quasi, das Lauf. Ja, das ist ganz groß in Griechenland. Aber ich würde nicht sagen, dass alle Griechen wissen, was das wirklich ist, weil wenn ich nach dem Spartathlon dann irgendwo in einem Lokal essen gehe und als ich gegangen bin und dann sage ich, ja, ich bin ein bisschen zu viel gelaufen, weil mich wird dann gefragt, warum ich so müde bin. Und sie sagen dann, was bist du gelaufen? Ich sage Spartathlon. Oh, ja, okay. die wissen, nicht alle Griechen wissen, was das ist. Und ich habe auch eigentlich Griechen gefragt, wie sie das sehen. Und sie sagen, weißt du was, Diana? Und das ist eigentlich egal. Das ist die ganze Geschichte. Aber es gibt auch viele, die das wissen. Spartathlon, das ist ja fast so lange wie ein Marathon. Ja, nee. Also es ist ein großes Land. Natürlich da mehr Richtung Sparta, die wissen alle, was das ist, aber wenn man im Athen mit jemandem drüber springt, dann nicht wirklich alle wissen, was das ist. Ja. Aber muss man ja auch nicht. Das stimmt. Es ist ja so ähnlich wie beim Traillaufen, wo du sagst, ja, Leute, die in Chamonix wohnen, die werden mittlerweile schon wissen, was Traillaufen ist. Aber irgendwo in den Alpen, wo du halt auf jeden Berg rauflaufen kannst, die sagen, ja, bei uns hat es halt Wandern oder Berglaufen geheißen. Und das schon die letzten 100 Jahre. Mhm. Das ist ja lieb, dass ihr das jetzt anders nennt, aber eigentlich... Was sehr interessiert ist, wenn du das, den Lauf angehst, also so einen wirklich langen Lauf, hast du da eine Marschtabelle, dass du sagst,
ich laufe jetzt da, beim Marathon kann man ja sagen, okay, ich laufe jetzt da an 5er Schnitt von mir aus. Da kann ich durchplanen und kann sagen, okay, ich laufe den Marathon in 5 Minuten am Kilometer an, laufe den durch, dann bin ich nach 3 Stunden 28, 3 Stunden 30 im Ziel, gut ist. Macht man das bei einem so langen Lauf, weil der Spartathlon ist ja auch, also jetzt aus Trailläufer-Sicht würde ich sagen, planbar. Dass ich sage, ich kann mir eine Zeit pro Kilometer vornehmen. Ich weiß schon, dass auch Hügel drinnen sind und dass das auch heiß oder kalt sein kann, aber machst du dir so eine Marschtabelle oder laufst du einfach los und sagst, ich möchte ungefähr einen 6er Schnitt laufen, schauen wir, wo wir rauskommen. Also wie gehst du so ein Rennen an? Naja, eigentlich ein Ultra ist nie planbar. Das ist das Erste, weil bei einer Ultra kann alles passieren. Das weiß man nicht. Ja, ich plane schon meine langen Läufe und ich plane sie dann mit meinem Trainer zusammen. Mittlerweile kennt er mich ja auch und ich kenne seine Gedanken, also was er denkt und er kennt meine Gedanken und voriges Jahr wurde das geplant, also Spartathlon zu laufen, wie das war. Und dann auch heuer war das gezielt geplant, dafür trainiert. Es ist nicht heuer ist nicht glatt gelaufen. Also das ist nicht so wie gewünscht gelaufen. Aber deswegen ist es ja auch ein Ultra. Man weiß nie, was alles passieren kann. Grundsätzlich, ich mag das Planen, weil da ich diszipliniert bin und ich brauche diese Disziplin auch beim Laufen, obwohl ich das Laufen sehr genieße, aber ich brauche einen Anhaltspunkt, weil wenn es dann bei einem Lauf vielleicht in dem Moment nicht so gut läuft, ich brauche dieses Ziel, dieses Ziel oder diese Planung, woran ich mich anhalten kann, festhalten kann und einfach das zu machen, was dann geplant wurde. Ich kann es mir nicht anderes vorstellen. Ich bin eine Streberin eigentlich. Ich war schon immer eine Streberin. So für mich ist es wichtiger, als so zu erledigen, wie das gedacht ist. Und wie hast du das... Wie hast du das dann bei diesem Jahr, also wie laufst du das an Lauf an? Du laufst du dann weg und sagst, mein Ziel ist, dass ich das Ganze jetzt da jeden Kilometer in 5:30 laufe oder in 6 Minuten oder hast du da irgendwie eine Zeit pro Kilometer im Kopf oder? Da werden die ersten 100 Kilometer eingeplant, wie man die dann laufen sollte. Also bis zum Kilometer 80 oder 100, wenn das der Spartathlon ist in diesem Fall, wird es eingeplant, dieses Tempo und dann einfach weiter geplant. Natürlich, dass man weiß, dass man langsamer wird, aber dann wird es geplant, auch wie langsamer es werden sein sollte. Und beim Spartathlon ist ja nach dem 160. Kilometer das große Bergauf, die größte Höhenmeter und das plant man natürlich dann auch ein und ja, man schaut das Profil, Streckenprofil an und grundsätzlich wird das, die Zeiten und so werden eingeplant, aber man weiß auch, dass es wirklich nicht, die sind so Anhaltspunkte. Man verlässt sich nicht 100%, dass es auch so wird, wie man das geplant hat. Ist das Rennen nachher, also damit ich auf das noch eingehe, ich weiß, dass du auch in deinem Blog schreibst, dass du keine Bestzeitenjägerin bist, sondern du laufst, weil es dir Spaß macht. Bei so einem Wettkampf trotzdem machst du das, also planst du dir diese Zeiten, dass du sagst, okay, bis Kilometer 80, bis Kilometer 160, dann kommen die Höhenmeter. Ist dann während dem Rennen auch ein gewisser Wettkampf da, dass man sagt, ich weiß, dass ich Zweite bin. Ich bin jetzt da vorne und ich bin nicht weit vorne oder keine Ahnung.
kommt das dann doch mit ins Spiel während dem Lauf oder ist man dann ganz, ganz bei sich? Ich kann nicht schneller laufen, als ich kann. Ich kann nicht besser sein als die andere, wenn die besser ist. Also es ist unmöglich. Ich kann alles geben, aber wenn ich nicht besser bin, oder sag mal so, ich laufe das, wofür ich trainiert habe. Was ich denke, was ich kann. Und wenn dann eine andere besser ist als ich, dann kann ich nichts dafür. Also ich kann nichts mehr aus mir hier rausholen, wenn jemand besser ist. Und ich bin schon voriges Jahr beim Spartathlon mit Gedanken gegangen, okay, das ist die Zeit, die ich erreichen kann. Und ich habe nicht wirklich die anderen auf den anderen geachtet. Also ich wusste, dass meine vorgenommene Zeit eine Podiumzeit ist, aber man weiß nie, wer dann dabei ist und ob das gelingen wird. So, für mich ist das Wichtigste, meine Zeit zu erreichen, die ich für mich erreichen kann, und das zu laufen. Ja, ja. Und ja, heuer, ich wusste schon nach dem vorigen Jahr, dass ich diese Strecke besser laufen kann. Und ich weiß noch immer, dass ich diese Strecke besser laufen kann, als ich heuer gelaufen bin. Also, aber dass ich das jetzt die Bestzeit wird oder nicht, das ist nur ein Zufall. Ich weiß einfach, dass ich das kann. Und ich vergleiche mich nicht mit den anderen. Und heuer beim Spartathlon, ich hatte extra Druck wegen Camille. Natürlich hatte ich diesen extra Druck, weil jeder hat von dem gesprochen. Und eigentlich habe ich mich nicht wohl gefühlt. Mit diesem Druck? Auch mit diesem Druck, aber ich habe mich nicht wohl gefühlt, die meiste Strecke von den Rennen in Führung zu laufen, weil ich das nicht gewohnt bin. Nee, ich habe deswegen gefragt mit dem Wettkampfcharakter, weil ja, wenn man die kurzen Distanzen, also unter Anführungszeichen kurzen Distanzen hernimmt, wie Halbmarathon, Marathon, 50 Kilometer, alles in die Richtung, ist es ja ganz oft auch ein taktisches Rennen oder was auch immer. Mich interessiert es dann immer, je länger die Distanzen werden, desto mehr ist es dann eher ein, was kann ich leisten? Und wenn wer anderer da ist, der das besser kann, dann ist es okay, dann ist es gut, aber es ist mir halt auch ein bisschen egal. Also ich finde es immer wieder spannend, diesen Ansatz, dass man sagt, es ist dann nicht mehr ein Gegeneinanderlaufen, sondern es ist einfach, ich gebe das Beste, was ich habe und gut ist. Und das ist, was ich beim Spartathlon so lebe, weil das ist wirklich der einzige Wettkampf, wo man nicht gegeneinander läuft. Also sogar beim anderen Ultraläufen habe ich doch manchmal das Gefühl, dass man sich vergleicht und will besser als der andere sein. Beim Spartathlon ist es nicht so. Also das ist okay. So was von, also die alle Läufer, die da dabei sind, die alle wollen nur ins Ziel kommen. Egal welche Zeit, das ist das Wichtigste überhaupt, ins Ziel zu kommen. Und das Gefühl dort, dieses Familiengefühl, dass wir alle das voneinander wünschen, das ist richtig großartig. Richtig großartig. Ja, das liebe ich dort. Also ist der Spartathlon mittlerweile auch sowas, wo du sagst, das ist sowas wie dein, es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber so dein Lebenslauf, weil es gibt Leute, die sagen, der UTMB, das ist mein Lauf. Oder andere sagen, der Western States, den laufe ich auch 7-mal, weil das ist mein Lauf. Also das ist so das, warum ich überhaupt laufe. Und wenn du jetzt vom Spartathlon redest, dann merkt man auch so ein bisschen, das ist was anderes wie 12 Stunden im Kreislauferei. Ist das auch sowas wie dein Lauf? Das ist ganz was anderes, aber ich will den Lauf nicht meinen Lebenslauf bezeichnen, weil ich einfach laufen mag. Es ist nur, dass der Lauf ist wirklich sehr viel, also da ist ein großer Unterschied zwischen vielen anderen Läufen, die ich gelaufen bin. Aber ich werde nicht jedes Jahr Spartathlon laufen.
Also ich plane es nochmals nächstes Jahr zu laufen und dann vielleicht in 10 Jahren wieder. Aber es gibt sicherlich viele andere Läufe, die ich auch noch laufen möchte und neue Erfahrungen zusammen, neue Gefühle zusammen. Nein. Das heißt, du willst schon viele verschiedene Sachen noch ausprobieren und sagen, ich will das und das und das machen. Wenn du jetzt eine Saison vorbereitest, bereitest du denn die ganze Saison jetzt davor mit dem Trainer, dass du sagst, wir machen das strukturiert, weil dass du früher, wie du angefangen hast, wenn man es so anschaut und du es auch erzählt hast, dann war das wahrscheinlich sehr, sehr spontan. Ah, hier ist ein Lauf, da ist ein Lauf, da laufe ich mit und hier laufe ich mit. Dann habe ich eine Überlastungsbeschwerde, dann laufe ich nicht mehr. Ist es jetzt da strukturiert, dass so eine Jahresplanung? Was ich gelernt habe, die Jahresplanung dient für nichts, weil immer was passiert und man läuft nicht einmal die Hälfte, was man geplant hat. Ich sage schon meinem Trainer, okay, dieses und dieses Lauf sind wichtig für mich. Die sind meine Hauptläufe. Die möchte ich wirklich gern laufen. Und dann während des Jahres, ich habe immer im Kopf noch ein paar Läufe, die ich gerne laufen würde. Und dann schaue ich mir es einfach an, ob das sich ausgeht, ob ich gesund bin, ob das mit einem anderen passt. Heuer bin ich nicht einmal die Hälfte gelaufen, was ich so geplant habe. Also der einzige geplante Lauf war Sevilla-Marathon und Spartathlon, dass ich wirklich gelaufen bin. Und die alle anderen, und da waren ziemlich viele dabei, ist nichts passiert. Also ich könnte die nicht laufen, weil ich gesundheitliche Probleme hatte. So, auch fürs nächste Jahr, ich habe 3 Läufe in meinem Kopf momentan, die ich sage, die möchte ich unbedingt laufen. Aber ob das denn, und die alle anderen, also da gibt es so 3-4 Läufe, die ich sage, okay, wenn das sich dann ausgeht mit allem, mit der ganzen Situation, die möchte ich auch laufen. Und dann kann ich noch hoffen, dass ich mindestens die ich als Hauptläufe geplant habe, laufen kann. Ja. Und dann schauen. Okay, also du hast schon sowas wie nennen wir es mal A-Läufe, wo du sagst, auf die richte ich jetzt quasi die Saison aus. Und der Rest passiert halt, je nachdem, wie sich es halt jetzt gerade ausgeht oder halt auch eben nicht. Genau. Okay. Genau. Ja. Ja. Weil du vorher gesagt hast, die letztes Jahr oder na dieses Jahr, es ist schon spät im Jahr, aber dieses Jahr hattest du auch das als Vorbereitung auf den Spartathlon, bis du die 100 Kilometer gelaufen? Waren das die 100 Kilometer oder 12 Stunden? Jetzt habe ich es vergessen. Also ich bin den 100 Kilometer. Die 100 Kilometer, 100 Kilometer Weltmeisterschaft. Aber das habe ich auch ziemlich spät mich entschieden, das zu laufen. Weil eigentlich nach dem Sevilla-Marathon im Februar, mein nächster Wettkampf war am 1. Juli in Bad Blue Mount, die 12 Stunden. Weil ich die Monate gesundheitliche Schwierigkeiten hatte. Und das war auch nicht geplant, dieser Lauf im Juli. Das war spontan. Okay, jetzt geht's mir besser. Ich werde es probieren. Ich möchte wieder einen Wettkampf laufen. Und dann danach hat man gesagt, okay, jetzt kann man die Weltmeisterschaften auch laufen. Aber eigentlich von Februar hinaus, das ist alles so jetzt nicht so glatt gegangen, und das Einzige war im Gedanken Spartathlon, und was dazwischen kommt, hatte ich keine Ahnung. Weil du gesagt hast, da war es und nichts geplant, wie lange gibst du dir nach so einem Lauf eigentlich Regenerationszeit? Also wie lange sagt dein Körper, oder sagst du dann, weil der Körper sagt schneller mal ja, als es dann wirklich ist, wie viel Pause nimmst du dir nach einem A-Wettkampf oder nach einem großen Wettkampf? Ja,
Nach diesem Rennen, also Spartathlon, ich glaube, die waren gute zwei Wochen, dass ich überhaupt nichts gemacht habe und dann langsam angefangen. Und eigentlich nur erst jetzt, die nächste Woche, steige ich wieder in Training für das nächste ein. So richtig, diese Woche, ja. So ziemlich lange. Ich lasse schon meinen Körper die Ruhe, die er verdient hat. Also ich möchte nicht übertreiben. Ich denke, man sollte seinen Körper bedanken, wofür der geleistet hat. Ja. Ja. Und auch nach dem 100 Kilometer Weltmeisterschaften, das waren so, ich glaube, 8 bis 10 Tage, dass ich auch. Ja, es ist ja auch hast du sowas auch, was eben viele Ultraläufer berichten, oder nach anstrengenden, vielstündigen Dingen, hast du dann danach auch so Schlafflashes, also wo du irgendwie eine Woche oder zwei Wochen danach ganz normal arbeitest und irgendwas denkst, so von jetzt auf gleich, ich muss jetzt schlafen. Also, dass der Körper einfach sagt so, jetzt ist Zeit. Ja, die ersten zwei Wochen, also ohne Mittagsschlaf geht's nicht. Also ich schlafe wirklich ganz, ganz viel nach dem Wettkampf, ganz viel. Und du hast es jetzt da so nebenbei nur fallen gelassen, du bist jetzt da mal einen Marathon gelaufen im Februar und es war so, das Jahr war ein bisschen durchwachsen. Ich will die Zeit jetzt da nicht hinausposaunen, aber also das war schon deutlich sub 3. Also, es war schon arg schnell. Also, du schreibst zwar in deinem Blog, du bist Ultraläuferin und Bestzeiten sind jetzt nicht so wichtig, aber also, huiuiui, sag ich da nur. So ein Viererschnitt am Marathon. Ich habe meinen Trainer halt gefragt, laufen, gell? Was möglich ist. Ja, das war eigentlich der Marathon war eher eine spontane Idee bei der Zeit. Es war eine spontane Idee, den Marathon zu laufen. Wir haben eigentlich Spartathlon gefeiert mit der ganzen Truppe von mir, mit meinem Laufverein, und mein Trainer war dabei und wir haben was gesprochen und gesagt, ja. Vielleicht übers Winter eine gute Idee, ein bisschen schneller zu werden und so. Ich sagte, okay. Und dann haben wir gesagt, okay, im Frühling einen schnellen Marathon zu laufen. Und dann, er hat mich trainiert, also das Trainingsplan geschrieben. Und ich habe nie gefragt, um welche Zeit es geht. Es war mir nur klar, dass wir uns verstanden haben, dass es unter 3 Stunden wird, aber welche Zeit genau, nichts. Und dann, ein paar Wochen vor dem Marathon, habe ich ihn gefragt, und was ist denn, was ich jetzt laufen soll? Und er hat mir gesagt, so bin ich gelaufen. Ja. Lauf mal einen Viererschnitt, dann reden wir weiter. Okay. Ja. Nein, du laufst ja für das Ultralaufteam Heustadelwasser. Das ist ein Verein, der hauptsächlich sich mit Ultralauf oder mit Ultraläufern beschäftigt. Ich meine, es gibt dann auch Staffelläufer und Leute, die kürzere Sachen laufen, also auch beim Crosslauf und so findet man so Leute vom ULT. Aber es ist halt wirklich ein Ultralaufverein, was ja sehr, sehr, sehr spannend ist. Und ich glaube, dein Trainer ist auch beim ULT, oder? Nee, der Gerhard ist nicht beim ULT. Nein, ich denke nicht. Ah, okay. Nein, er ist nicht. Aber das sind wirklich viele gute Ultraläufer dabei. Also wir haben ja auch den Christian Magaditz schon bei uns gehabt und auch der Christian Ulreich ist ein guter Läufer. Also das sind ja wirklich Granaten auch unterwegs. Sonst, ja, wir haben wirklich gute dabei. Also du bist ja wirklich in einem Dunstkreis des Wahnsinns gefangen, wenn man es jetzt bei den Läuferinnen. Und neben dem, dass du dort in dieser
wahnsinnigen Bubble bist, so kann man es ja wohl behaupten, bist du nebenbei ja jetzt da auch selbstständig und bist Laufcoach und Vortragende. Also man kann sich dein Mindset ja auch anhören in Vorträgen. Und du arbeitest, glaube ich, auch mit Firmen und Vereinen zusammen und bist eben auch Laufcoach für Menschen. Also wenn jetzt da sich irgendjemand berufen fühlt und sagt, ich möchte den Spartathlon laufen nächstes Jahr, du weißt, wie das geht. Er soll sich gerne an dich wenden, glaube ich, wenn du es richtig verstanden hast. Ich weiß sicherlich, wie das geht. Vor allem im mentalen Bereich. Also ich arbeite auch im mentalen Bereich mit Mentaltraining im Sport, aber auch im Leben. Und ja, herzlich willkommen alle, die ins Ziel mit einem Lächeln einlaufen möchten und sich nicht kaputt dabei machen möchten und Freude haben möchten beim Sport. Ja. Nein, also deine Webseite, also Running Diana, Running Diana würden wir ja sagen, aber das ist Deutsch-Englisch ein bisschen schwierig, .com, verlinken wir auf jeden Fall und auch deine ganzen Kanäle dazu. Das heißt, wenn jemand wissen will, wie man quasi mit gesundem Kopf und gesundem Körper ins Ziel kommen kann, soll, auch bei langen Dingen, aber sicher wahrscheinlich auch bei einem 10-Kilometer-Lauf. Also du bist ja jetzt dann nicht nur für die wahnsinnigen Liga interessant, sondern auch für... Ich arbeite sehr gerne mit Anfänger, Einsteiger. Ich war ja selbst einmal so. Und ich weiß, dass ich war auf einem sozusagen falschen Weg, weil ich mich nicht ausgekannt habe. Und genau für die Einsteiger, das ist so wichtig, das richtig anzufangen, damit man sich selbst nicht kaputt macht. Ja. Ja, und dass es auch immer Spaß macht, weil, also ich glaube, das kennt jeder, der Ultra läuft, wenn dann jemand kommt und sagt, du bist mir zu schnell und für dich ist das ja nur ein Aufwärmen oder so. Ich kann ja mit dir nicht laufen gehen, wo man sich denkt, Leute, sicher, natürlich, du würdest jetzt an mir auf einem Marathon, also du würdest schon umgezogen und geduscht sein und beim Imbiss sitzen, bis ich ins Ziel komme bei deiner Marathonzeit. Und trotzdem würdest du wahrscheinlich mit mir laufen gehen können. Und wenn wir jemanden dabei haben, der nochmal eine halbe Stunde langsamer ist, dann können wir trotzdem noch gemeinsam laufen gehen, weil es ja trotzdem, es ist halt immer noch Laufen und es macht halt immer noch Spaß. Also jeder, der da draußen ist, genau, und sagt, ja, ich bin zu langsam oder das geht nicht, Leute, das ist genau wurscht. Leute, die das schneller sind, können sich immer anpassen. Umgekehrt ist es doof. Genau. dieses, wir müssen jetzt da schauen, wer schneller ist, das, ja, dafür gibt es Wettrennen. Da kann man das dann machen. Lauft so einen 10.000 Meter Lauf auf Geschwindigkeit, dann wisst ihr, wer schneller ist. Aber wenn man gemeinsam am Wochenende laufen geht, ja, den Sieg schenke ich euch. Du sagst ja auch, du laufst, um zu finden, nicht um wegzulaufen. Weil das waren wir ganz am Anfang schon, du, was findest du beim Lauf, aber so langen Läufen? Hörst du Musik? Bist du dann nur bei dir? Denkst du nach? Hört irgendwann auf mit dem Denken? Also was geht in dir vor beim Laufen? Ich denke eigentlich viel nach, wenn ich laufe. Musik speziell in der letzten Zeit sehr wenig, weil sowieso bei den meisten Straßenläufen Musik ist verboten. Also man darf das nicht benutzen, weil die Straßen nicht abgesperrt sind. So, viele sagen, dass die Läufer, die Wahnsinnigen, die laufen von etwas weg und so weiter. Für mich ist es mehr, mich selbst besser kennenzulernen, mit meinen Gedanken zu sein und zum Herausfinden, wer bin ich denn eigentlich als Person, was ich so im Leben gern mache und so mehr tiefer hinein in mir einzuschauen und meine Ansicht an Leben, ja,
Und das tut gut, weil in Hektik, im Alltagshektik, man vergisst sehr oft, warum man überhaupt auf dieser Welt ist und was man so tut. So zu finden, das bessere Ich zu finden. Ja. Okay, ich finde es sehr spannend, weil wenn du sagst, du denkst dann sehr viel nach, hört es dann irgendwann auf während dem Laufen oder hast du wirklich immer was zu denken, auch wenn es lange geht? Man kann ja nicht immer nur denken, ich genieße wirklich die Natur sehr und speziell wenn es dunkel dann ist, dann mag ich einfach mit der Ruhe und die Gelassenheit in die Ruhe und Gelassenheit mich einzutauchen und einfach nichts zu denken und genießen, dass die Welt ruhig ist man kann nicht immer denken, natürlich nicht. Nein. Ich spiele manchmal Musik in meinem Kopf. Ja. Ich singe was mit. Mit Flo oder auch mit anderen, gerade im Trail auch unterhalten. Also es gibt Menschen, die genießen die Natur und viele sagen dann einfach, du konzentrierst dich einfach nur auf Essen, Laufen, Trinken, Essen, Laufen. Du denkst eigentlich gar nicht mehr an viel, sondern einfach nur, dass du jetzt weiterkommst und einen Schritt vor den anderen. Also du bist sehr im Jetzt und da ist nicht mehr viel, was du denkst. Und deswegen ist es immer so spannend, wenn man hört, ja, oft auf die nächste Station wieder mit Menschen zu reden, aber dann freue ich mich wieder allein zu sein und einfach, was ich beim Laufen sehr gern mache, ich genieße meinen Schatten. Ich mag meinen Schatten anzuschauen und nicht laufen zu sehen. Eigentlich betrachte ich mich sehr oft von Außenseite, mich als Läuferin, begleite mich irgendwie so, okay, zu sagen. Nicht schwierig zu beschreiben. Das ist sehr spannend. Ich begleite mich einfach, ja. Also du schaust dir selber beim Laufen zu, quasi. Ja, sehr oft. Ein schöner Gedanke. Nicht nur beim Rennen. Ich denke, dass eigentlich der Mensch sollte sich nicht nur beim Laufen öfters zusehen, aber auch sich manchmal selbst im Alltag zuzusehen, wie der ist und wie sein Zuhause ist und ein bisschen auch sich damit selbst zu beschäftigen. Ja. Keine andere Welt. ist auch sehr, sehr, sehr spannend. Vor allem bist du dann auch geneigt, so Dinge, also irgendwie für dich selber Abenteuer zu machen, weil du vorher gesagt hast, auch, wenn du sagst, du beobachtest dich selber beim Laufen, du genießt es einfach, du gehst wirklich in diesem Laufen auf. Ist es dann etwas, wo du sagst, du willst auch mal, quer durch Österreich laufen oder du möchtest von hier nach Spanien laufen, weil warum auch nicht? Oder? Also so selbstgeschnitzte Abenteuer oder machst du das gerne in einem geschützten, unter Anführungszeichen, Rahmen eines Wettkampfs? Also brauchst du den Wettkampf oder hast du auch so eigene? Ich brauche wirklich keinen Wettkampf. Ich brauche wirklich keinen Wettkampf. Ich würde gerne einmal von Österreich nach Lettland laufen, zum Beispiel. Ich habe es mir schon überlegt. so einen Abenteuer zu machen. Was hält dich davon Wettkampf ab? Zu laufen. Ja, ich bin faul zu organisieren. Da muss man ein bisschen vorplanen, denke ich. Das spricht ja auch für Wettkämpfe. Das ist ja, man, auch wenn man sagt, ich muss jetzt nicht um Zeiten laufen, aber der Wettkampf hat ja auch den großen Vorteil, jemand anderer organisiert halt alles. Also ich verstehe das voll und ganz. Dafür ist man dann halt auch an den Wettkampf gebunden. Ja, das stimmt auch. Aber ich denke, vielleicht wenn dann meine Tochter größer ist, dann
und ich dann mir ein paar Wochen Zeit nehme oder mehr, dann könnte ich schon einmal einfach loslegen. Auch ohne zu planen. Man muss nur den Weg einspeichern, irgendwie. Wenn die Tochter alt genug ist, ihr den Führerschein zahlen und hey, dafür muss sie Supporter sein. Das ist eine gute Idee, finde ich. Für den Führerschein machen Teenager total viel. Das stimmt. Ja. Tja. Ich sehe das schon, in ein paar Jahren kriege ich dann einen Brief mit. Du hast das meiner Mutter gesagt. Ich muss jetzt immer Supporter sein. Zwei Sachen hätte ich noch bei mir auf der Liste stehen, die mich jetzt da wirklich interessieren. Gerade jetzt dabei bei 12 Stunden, 24 Stunden Spartathlon, also bei den langen Dingen, da gibt's ja die unterschiedlichsten Ernährungsstrategien. Isst du Pizza oder Gels oder also feste Nahrung, Flüssignahrung, Gels, gemischt, Schweinshaxe? Man weiß es nicht. ich ernähre mich nicht meistens mit Gels und Iso. Und dann, ich mag Soletti, die Brezen. Und ich mag noch Reis oder Kartoffeln. Aber sonst, ich hatte mich eigentlich, ich habe schon am Anfang irgendwie angefangen mit Geldstrategie und ich ernähre mich auch mit der Sache, ja. Sonst Kartoffelpüree und Reis, wenn dann Hunger eintrifft, dann vertrage ich das auch gut und dann fühle ich mich auch satt. Das funktioniert, glaube ich, auch bei das funktioniert auch auf lange Zeit, dass man's bei sich behält. Dazu ein Nachsatz, den wir jetzt einfach jeden fragen müssen. Cola, ja oder nein? Ich brauch's nicht. Ich trinke kein Cola beim Wettkampf. Ich trinke alkoholfreies Bier. Oh, das ist... Das habe ich gern. Aber auch ich gut. Auch sehr gut. Okay, das wird den einen oder anderen durchaus freuen. Und dann, was mich dann noch interessieren wird, ist, hast du Läufe, die wirklich auf deiner Bucketlist sind, was du sagst, den möchte ich unbedingt mal machen? Keine Ahnung, von mir aus dem Badwater Ultra oder an Marathon in der Arktis oder keine Ahnung. Also da gibt es ja die interessantesten Lebensziele, dass man sagt, die 5 Läufe möchte ich machen. Naja, das Badwater und Bartlis. Oh. Das sind aber sehr, sehr unterschiedliche Läufe. Also der Badwater und der Buckley sind ja 101. Genau. Also das eine ist Hitzeschlacht und das andere ist genau das Gegenteil. Wir hatten die genau. Marina Colassa da. Wir haben mit dem Christian und mit der Marina jeweils schon einen Kandidaten da gehabt und das sind beides ja richtige Brocken. Also ich bin sehr gespannt. Das würde mich schwer begeistern. Bist du so gut im Navigieren? Also wenn man jetzt der Badwater ist navigationsmäßig relativ easy, das ist eine Straße, eine Wüste, lauf sie entlang. Aber beim Buckley, genau. Der ist ja navigationstechnisch hart. Genau, und ich bin echt schlecht in Navigation und deswegen möchte ich den Lauf machen, weil ich denke, dass es wird eine sehr schwere Herausforderung für mich. Schau, ich bin ja Spartathlon auch gelaufen, weil ich dachte, ich kann niemals bei der Hitze laufen. So, ich wollte eine schwere Herausforderung. Okay, ja. Und Barclay ist etwas, was ich schon sehr ziemlich lange in meinem Kopf habe, weil ich denke, der Lauf kann ich nicht beenden.
aber ich möchte es gern probieren. Und ja. Also wenn der Lazarus Lake zuhören sollte, also die Dame hier, vielleicht ist es die ja, richtig, aber vielleicht ist die Dame dann die Erste, die es schafft, die 5 Runden, weil sie sucht ja immer die Herausforderung und den Spartathlon, den hat sie ja schon gewonnen. Zweimal. Naja, bei mir lautet das Motto, das Unmögliche möglich zu machen. Also warum nicht? Ja. Und es funktioniert ja offensichtlich. Also ganz besser kann man das ja quasi nicht beweisen. ja, aber das sind mal wirklich große Ziele. Das heißt, du hast jetzt da wirklich dein Leben so ganz dem Laufen verschrieben. Also nicht nur der eigenen sportlichen, dem eigenen sportlichen Fortkommen, sondern mittlerweile bist du auch wirklich, ist es auch dein Beruf, dass du das weitergibst und Mentalcoaching machst und Laufcoaching und so weiter und so fort. Ja, aber ob ich jetzt mein ganzes Leben weiterlaufen werde, ach, muss nicht unbedingt sein, weil viele denken, dass Laufen mein Leben ist, ist aber nicht so. Das muss nicht so sein, denke ich. Es hat nicht die Priorität in meinem Leben, aber es macht wahnsinnig viel Spaß für mich. Und ich denke, dass die Sachen, die Spaß machen, für einen Menschen machen, die muss man dann einfach für die muss man sich für sich Zeit nehmen. Und ich denke, dass in dem Moment, wo das Laufen mir keinen Spaß mehr machen wird, werde ich das auch aufhören. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt meinen neuen Beruf aufhören werde. Das sicherlich nicht, weil ich fühle mich mit Sport verbunden. Und ja, ich möchte das, ich sehe und ich möchte das mich bis zum Pension machen. Optimalerweise. Also wer so lang, also bis zur Pension oder weiter auch laufen kann, also da gibt es ja, Die wirklich guten, ausdauernden Athletinnen laufen ja dann auch bis zur Pension und weiter, weil dann weiß man auch, die machen das in einem gesunden Maß und verbrennen sie nicht in 2 Jahren oder in 3, sondern die haben ja auch wirklich Spaß und die haben eine Motivation, es immer weiter zu machen und nicht nur einmal schnell die Ersten zu sein und dann sagen, okay, abgehakt, ich mache jetzt was anderes. Aber es ist ich glaube, das ist einfach ein super, das klingt super pathetisch, aber es ist ein richtig gesunder Zugang zu dem Ganzen, dass man sagt, ich mache es, weil es mir Spaß macht und solange ich dafür brenne, mache ich es. Das ist, glaube ich, einer der besten Zugänge, den man haben kann. Wenn jetzt dann noch jemand zu dir finden möchte als Trainerin oder sagt, hey, ich will wissen, wie man das im Kopf hinkriegt oder was nicht, ich will das in meiner Firma verbreiten, weil ich finde das so faszinierend. Wie kommt man zu dir? Momentan, ich habe nur die eine Webseite, die runningdiana.com, weil meine berufliche Webseite noch nicht ganz fertig ist. Ich arbeite dran, aber auf der Running Diana Webseite, da hat meine Kontaktdaten und man kann sich dann so kontaktieren. Ja. Perfekt. Das werden wir auch teilen. Also jeder, der jetzt sagt, okay, ich will das auch machen, ich will auch in diese Richtung gehen oder ich will es mir mal anhören, geht auf diese Webseite, kontaktiert sie. Da könnt ihr was lernen. Aber sicherlich. Gut. Ich bin mit meiner Liste so weit fertig, weil ich will dich jetzt auch nicht noch 3 Stunden auf die vor das Mikrofon fesseln. Hast du noch etwas, wo du sagst, das würdest du gerne allen mitgeben, die jetzt da gerade zum Laufen angefangen haben, die gerade den ersten Ultra laufen, oder wo du sagst, beachtet das, dass der eine Tipp, den ihr immer schon mal haben wolltet? Ja, nicht den anderen nachrennen, sondern an sich selbst
bei Achtsam, also Achtsamkeit auf dich selbst. Und, ja. Und Spaß dabei haben. Nicht verbissen weiterlaufen. Wenn es nicht geht, geht es einfach nicht. Einen anderen Tag wird es besser gehen. Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr versöhnlich für jeden. Gut, dann würde ich sagen, ich sage herzlichen Dank. Vielleicht sehen wir uns bei dem einen oder anderen Lauf. Beim Marathon nicht, weil da bist du uns einfach zu schnell. Vielleicht bei so einem 24-Stunden-Lauf, weil der geht immer im Kreis, also da kann man dann eine Runde mitlaufen und dann sagt man wieder, genau. Okay, es hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen, vielen Dank. Alle, die es jetzt mitbekommen haben, eine Randnotiz, der Flo musste leider kurzfristig mittendrin aufbrechen, weil sein Kleiner krank ist und nach ihm verlangt hat. Also seid ihm nicht böse und seht es ihm nach. Aber ich glaube, wir zwei haben das ganz gut zu Ende gebracht. Ich hoffe. Ich hoffe, keiner ist eingeschlafen. Nein. Also bei so einer spannenden Geschichte glaube ich nicht, dass irgendjemand eingeschlafen ist. Vielen, vielen Dank und bis demnächst. Danke dir. Tschüss. Ich danke. Tschüss. Baba.